Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Und im Goldenen Buch schauen wir heute weiter auf die Seiten 140 bis 146. Heute geht es um das Verhalten der Auserwählten gegenüber Maria. Das ist im dritten Kapitel, also in der Abhandlung, zweiter Teil, drittes Kapitel, wenn man es suchen möchte, im Buch 140 bis 146. Das Verhalten der Auserwählten. In diesem Bilde Jakobs erkennen wir leicht das Verhalten, welches die Auserwählten Tag für Tag Maria gegenüber beobachten. Da beziehen wir uns auf das vorausgegangene Video, wo das Verhalten von Jakob beschrieben wird. Und jetzt gehen wir noch einmal durch die fünf Punkte, die wir zuerst bei Esau, dann bei Jakob betrachtet haben und jetzt bei den Auserwählten. Erstens, bei Esau war ja der erste Punkt, dass er nie zu Hause geblieben war. Also Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen bei Esau, körperlich stark, kräftig, geschickt. Und bei Jakob war das der gleiche Punkt. Er war eben körperlich schwach und mild und friedlich und blieb gewöhnlich zu Hause. Und jetzt bei den Auserwählten schauen wir, sie bleiben beständig zu Hause. Das ist jetzt der erste Punkt. Bei dieser guten Mutter, das heißt, sie lieben die Zurückgezogenheit, führen ein innerliches Leben, befleißigen sich des Gebetes nach ihrem Beispiel und im Verein mit der allerseligsten Jungfrau, deren ganze Herrlichkeit in ihrem Innenleben, betone ich, verborgen ist und die während ihres ganzen Lebens die Zurückgezogenheit und das Gebet so liebte. Allerdings erscheinen ihre Kinder manchmal draußen in der Welt, aber nur aus Gehorsam gegen den heiligen Willen Gottes und ihrer lieben Mutter, um ihre Standespflichten zu erfüllen. Also aus diesem Grund und nur aus diesem Grund gehen die auserwählten Seelen auch in die Welt. Also nicht, um sich zu beweisen, nicht um sich zu bewundern zu lassen oder Macht und Ehre und Geld zu suchen, sondern allein aus dem Gehorsam Gott gegenüber. Das bedeutet in erster Linie sicher die Standespflichten. Zum Beispiel, man ist berufstätig oder man besucht die Schule, die Universität. Man hat einfach aus der Pflicht heraus auch draußen zu tun. Welch großartige Werke sie anscheinend auch draußen vollbringen, wenn sie auch draußen große Werke tun, was ja auch bei den Auserwählten möglich ist und durchaus auch der Fall ist, so schätzen sie doch weit höher, was sie bei sich selbst, in ihrem Inneren, in der Gesellschaft der allerseligsten Jungfrau wirken. Also sie schätzen auch, wenn sie äußere Erfolge haben, das innere Wirken höher, weil sie dort an dem großen Werke ihrer Vervollkommnung arbeiten. Im Vergleich zu dem alles Übrige nur Spielerei ist. Also sie wirken an heiliger Stätte, sie wirken an einem heiligen Ort, sie wirken in Maria, im unbefleckten Herzen oder in ihrem Schoß. Sie wirken in ihrem Inneren. Und das hat besonders dann die herausragendste Bedeutung, wenn die Seelen anfangen, im göttlichen Willen zu leben. Das ist eben ganz innerlich und rein innerlich. Und das Leben im göttlichen Willen ist das Innerlichste überhaupt und auch zugleich das Machtvollste. Der heilige Ludwig fährt fort, während daher ihre Brüder und Schwestern mehr für die Außenwelt leben und arbeiten. Mit Aufbietung vieler Kräfte, mit Fleiß und äußerem Erfolg, unter dem Lob und Beifall der Welt, erkennen sie durch das Licht des Heiligen Geistes, dass es viel mehr Ehre, Glück und Freude gewährt, verborgen zu leben in der Zurückgezogenheit mit Jesus Christus, ihrem Vorbild, in gänzlicher und vollkommener Unterwürfigkeit unter ihre Mutter, als aus sich selbst Wunder der Natur und Gnade in der Welt zu wirken, wie so viele Esaus und Verworfene es tun. Also sie erkennen, dass das Wirken in Verbundenheit mit der Mutter Gottes viel mehr Ehre einbringt und viel mehr Freude auch als alles, was sie in der Welt draußen tun könnten. Und da ahmen sie auch Jesus völlig und vollkommen nach, indem sie sich ganz der Mutter Gottes unterwerfen. Das ist die vollkommene Nachahmung
unseres höchsten Vorbildes Jesus Christus, der in seinem ganzen verborgenen Leben seiner Mutter untertan war, sich freiwillig ihr unterworfen hat, eben ihr gehorsam war, alles mit ihr besprochen hat und nichts allein unternommen hat, also nichts eigenmächtig aus sich heraus, sondern immer nur in Verbindung mit seiner Mutter und mehr noch mit dem Segen seiner Mutter. O Herr Jesus, ruft dann der heilige Ludwig aus, wie lieblich sind deine Gezelte. Der Sperling hat eine Wohnstätte gefunden und die Turteltaube ein Nest für ihre Jungen. O wie glücklich ist der Mensch, der wohnt im Hause Marie, wo du zuerst deine Wohnstätte aufgeschlagen. In diesem Hause der Auserwählten empfängt er seine Hilfe von dir, dort trachtet er nach Fortschritten und höheren Gnaden für alle. Er trachtet dort nach Fortschritten und höheren Gnaden aller Tugenden für sein Herz, um sich in diesem Tal der Tränen zur Vollkommenheit zu erheben. Und das ist ja, wie wir wissen, nicht so einfach. Im Tal der Tränen, da gibt es so viele Aufgaben, so viele Verrichtungen, Arbeiten, Tätigkeiten, Pflichten, Geschäftigkeiten, Sorgen, Befürchtungen, Mühen, Beschwerden und Hindernisse und Verlockungen. Es ist wirklich nicht einfach, sich in dieser Situation, in diesem sogenannten Tal der Tränen der Erde zur Vollkommenheit zu erheben. Und das vermögen wir am besten, am ehesten, am sichersten in Verbindung mit Maria unter ihrer Obhut. Die Auserwählten haben zweitens, sie ehren die allerseligste Jungfrau als ihre Herrin, als Merkmal. Das ist bei Esau gewesen. Ich vergleiche das noch einmal, dass man das immer vergleichen kann. Er war fast nie zu Hause. Er hat seine Beschäftigung außerhalb des Hauses gesucht. Also die Verweltlichung. Das ist das Merkmal der Verworfenen, der Esau-Seelen, die Verweltlichung. Bei Jakob war es so, dass er eben seine Mutter wahrhaft geehrt hat. Er hat seine Mutter geliebt und geehrt mit einem Wort. Und das ist jetzt bei den Auserwählten der Punkt, sie lieben und ehren die allerseligste Jungfrau, wahrhaft als ihre gute Mutter und Herrin. Sie lieben sie nicht bloß mit dem Mund und verehren sie nicht bloß äußerlich, sondern in der Tiefe ihres Herzens. Sie vermeiden, wie Jakob, alles, was ihr missfallen könnte, und tun voll Eifer alles, wodurch sie sich ihre Huld sichern zu können glauben. Sie begnügen sich nicht damit, wie Jakob seiner Mutter Rebekka nur zwei Zicklein, nämlich Leib und Seele, ihrer himmlischen Mutter darzubringen. Also die zwei Zicklein des Jakob sind im geistigen Sinn eigentlich haben die Bedeutung von Leib und Seele. Wir bringen unseren Leib und unsere Seele der Mutter dar, der Immaculata. Sondern sie stellen ihr auch alles andere anheim, was sie besitzen. Also die Auserwählten tun noch weit mehr als Jakob. Erstens, sie soll über ihren Leib und ihre Seele verfügen können, wie über ihr Eigentum. Zweitens, sie soll ihnen bei der Abtötung behilflich sein. Sie der Sünde und sich selbst ersterben lassen, sie von der Haut der Eigenliebe befreien, um sie dadurch Jesus, ihrem Sohne, wohlgefällig zu machen, der zu Schülern und Freunden nur solche annimmt, die sich selbst ersterben lassen. Also bei Jakob war es ja auch so, er hat die zwei Zicklein getötet und sie der Mutter gebracht und die Mutter hat ihnen die Haut abgezogen, sie hat sie ausgenommen, dann zerlegt und dann zubereitet. Und im geistigen Sinn ist das jetzt ähnlich. Die Mutter Gottes, wir geben ihr Leib und Seele im Sinn dieser zwei Zicklein und sie möge uns dann helfen, diese Haut der Eigenliebe abzuziehen. Die Haut, die lässt ja keine Gnade eindringen, diese dicke Haut der Selbstliebe, der Eigenwilligkeit. Und sie hilft uns, diese Haut abzuziehen, die ist wie Öl, sodass die Gnade gar nicht eindringen kann. Sie hilft uns jetzt, dass wir frei werden von dieser undurchdringlichen Schicht, der Widerspenstigkeit, der Bockigkeit, der Sturheit, der Eigenliebe, der Eigensucht. Also sie hilft uns, dass wirklich das Ich sterben kann. Das ist etwas ganz, ganz
das Zentrale eigentlich, das ist etwas Zentrales, das ist der zentrale Punkt überhaupt. Das ist ihr Amt. Drittens, Maria soll sie zubereiten, diese zwei Zicklein, also Leib und Seele, nach dem Geschmack des himmlischen Vaters und sie zu dessen größeren Ehre verwenden, die sie besser kennt als irgendein anderes Geschöpf. Sie soll endlich mit mütterlicher Sorgfalt diesen Leib und diese Seele von jeder Makel reinigen, von allem losschälen und sie für den himmlischen Vater zu einem köstlichen Mahle herrichten, damit sie seines Genusses und seines Segens würdig werden. Also sie macht genau das, was Rebekka getan hat. Sie reinigt und bereitet zu den Leib und die Seele, die zwei Zicklein, sodass Gott Vater praktisch im geistigen Sinne ein köstliches Mahl findet. Er kann sich daran erfreuen an uns, an unserem Leib, an unserer Seele, an unserem Leben, an unserer Liebe, unseren Gebeten. Und er wird uns segnen. Ist das nicht der innigste Wunsch jener Auserwählten, welche meine Lehre von der vollkommenen Weihe an Jesus Christus durch die Hände Marie verstanden und erfasst haben, um beiden eine wirksame und mutige Liebe zu zeigen? Also das ist genau die Erfüllung der Weihe, diese vollkommene Weihe, die wir Jesus Christus schenken. Wir geben uns Jesus Christus als restloses Eigentum, aber in dem Sinn eben besonders durch die Hände Mariens. Und so erweisen wir beiden die Ehre. Gott freut sich viel mehr daran, wenn wir nicht nur Jesus ehren, sondern auch seine Mutter, so wie er selber es ja tut. Er erhebt die Immaculata über alle anderen Geschöpfe. Er hat sie erwählt zur Königin, er hat sie erwählt zur Mutter des göttlichen Sohnes. Und Jesus ist ja auch, er hat sie auch erhoben und ehrt sie und liebt sie weit mehr als alle anderen Geschöpfe zusammengenommen. Und so erweisen wir Gott die größte Ehre, indem wir nicht nur Jesus ehren, sondern auch seine Mutter, und damit ehren wir Jesus selber auf die beste, die vollkommenste, auf die wohlgefälligste Weise. Also wir ehren beide. Das ist die vollkommene Andacht. Die Verworfenen beteuern vielleicht auch oft genug, dass sie Jesus und Maria lieben und verehren, tun es aber in Wirklichkeit nur scheinbar, jedenfalls nicht bis zu dem Grad, dass sie ihren Leib mit seinen Sinnen, ihre Seele mit ihren Leidenschaften opfern, wie die Auserwählten. Also sie sagen Gebete auf, sie machen Übungen, sie gehen vielleicht in eine Kapelle oder suchen eine Kirche auf, aber sie gehen nicht so weit, dass sie sich jetzt wirklich hingeben. Das tun sie nicht. Diese sind, die Auserwählten, sind der seligsten Jungfrau als ihrer lieben Mutter ergeben und untertan nach dem Beispiel Jesu Christi. Also die Auserwählten, die ahmen wirklich Jesus nach, der von den 33 Jahren, die er auf Erden wandelte, 30 Jahre dazu verwandte, Gott, seinen Vater, zu verherrlichen. Aber nicht direkt, sondern durch eine völlige Unterwerfung unter seine heiligste Mutter. Man kann das so verstehen, dass er in seiner Mutter das menschliche, eine sichtbare Vertretung gesehen hat für den Vater. Der Vater ist Gott, der Vater ist unsichtbar. Christus ist Gott und Mensch. In seiner Gottheit ehrt er den Vater, aber in seiner Menschheit will er auch den Vater ehren. Und da seine Menschheit eben sichtbar ist und im Fleische lebt, war es angemessen und sinnvoll und gerecht, dass er auch ein sichtbares menschliches Vorbild hatte, eine Stellvertreterin für die unsichtbare Gegenwart des Vaters. So hat er in seiner Mutter diese sichtbare Stellvertreterin gefunden für den Vater, der im Himmel ist. Und er hat sich ihr unterworfen, um den Vater zu ehren. Das war der letzte Sinn, die eigentliche Absicht. In dieser Unterwürfigkeit unter Maria ehrte Jesus seinen Vater. Und das ist gut für uns, wenn wir das auch bedenken. Wenn wir Maria ehren, dann ehren wir letztlich auch, wir ehren Jesus damit, weil er sich darüber so freut, weil wir ihn nachahmen, genau dasselbe tun wie er. Und wir ehren da letztlich auch den Vater.
Maria ist für uns auch so etwas wie eine sichtbare Stellvertreterin, eine Führerin zum Vater, durch Jesus zum Vater. Der dritte Punkt, Verhalten der Auserwählten. Sie gehorchen Maria, ihrer Mutter. Und das ist in Entsprechung zum Heiligen, zu Jakob, dem Patriarchen. Man kann ihn sicher einen Heiligen nennen. Er gehört ja zu den Patriarchen. Er war eben auch seiner lieben Mutter ergeben und gehorchte ihr schnell und ohne Zaudern. Bei Esau war es das Gegenteil. Er hat keine besondere Verehrung für seine Mutter gehabt. Er hat sie nicht, er hat ihr da nicht viel gezeigt. Er hat dafür nichts getan, sozusagen. Das ist leider in vielen Familien so, dass die Söhne oder auch die Töchter, die Kinder ihre Mutter kaum beachten, kaum ehren, gar nicht schätzen, was sie alles für sie tut. Und so ist es bei Jakob nicht gewesen. Er war ihr Untertan, er hat ihr gehorcht in allem und zwar schnell, unverzüglich. Und so auch die Auserwählten. Sie gehorchen Maria, ihrer Mutter, indem sie pünktlich ihren Rat befolgen, wie es der junge Jakob seiner Mutter Rebekka gegenüber tat, als sie zu ihm sprach: Mein Sohn, folge meinem Rat. Das war die Sache dann mit den zwei Zicklein. Oder wie die Diener bei der Hochzeit zu Kana, denen die allerseligste Jungfrau sagte: Alles, was mein Sohn euch sagen wird, das tut. Jakob empfing für den Gehorsam gegen seine Mutter wie durch ein Wunder den Segen, obschon er ihn nicht hätte empfangen sollen. Und die Diener bei der Hochzeit zu Kana wurden für die Befolgung des Rates der allerseligsten Jungfrau durch das erste Wunder Jesu Christi ausgezeichnet, bei dem er auf die Bitte seiner heiligen Mutter Wasser in Wein verwandelte. Also es sind in beiden Fällen ja wunderbare Dinge geschehen, außergewöhnliche Dinge. Ebenso werden alle, die bis zum Ende der Zeiten den Segen des himmlischen Vaters empfangen und der wunderbaren Huld Gottes gewürdigt werden, diese Gnade nur empfangen, als Folge ihrer vollständigen Unterwerfung unter Maria. Also die Auserwählung, das Paradies, das ewige Leben, ist der Lohn, die Wirkung, die Folge der vollständigen Unterwerfung unter Maria. Die Nachfolger Esaus dagegen werden wegen Mangel an Unterwürfigkeit gegen die allerseligste Jungfrau ihres Segens verlustig gehen. Der vierte Punkt. Die Auserwählten setzen ein großes Vertrauen auf die Güte und Macht der allerseligsten Jungfrau. Sie nehmen ihre Hilfe an. Bei Esau war es so, dass er um ein Linsengericht für die Freuden dieser Welt sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Jakob hingegen hat sich nie auf seine eigene Kraft gestützt, sondern alles erhofft von der Hilfe seiner Mutter. Also Jakob ist mit allem zu seiner Mutter gegangen, er hat sich unter ihren Schutz gestellt. Und so machen es auch die Auserwählten. Sie setzen ein großes Vertrauen auf die Güte und Macht der allerseligsten Jungfrau, ihrer guten Mutter. Ohne Unterlass nehmen sie ihre Hilfe in Anspruch, betrachten sie als ihren Polarstern, um im sicheren Hafen zu landen. Ihr vertrauen sie ihre Leiden und Nöte an, mit großer Offenheit des Herzens. Das heißt ganz kindlich, sie kommen mit allem zu ihr, sie erzählen ihr, sie klagen ihr auch, wenn ihnen danach zumute ist. Sie bitten sie, sie flehen sie an, sie drücken sich an sie, sie suchen ihre Nähe und sie hoffen auf ihren mütterlichen Schutz. Sie vertrauen auf ihre mütterliche Macht und Güte. Also mit einer kindlichen Offenheit und Vertrauensseligkeit. Sie schmiegen sich an die Brüste ihrer Barmherzigkeit und Güte, um durch ihre Vermittlung Verzeihung ihrer Sünden zu erlangen. Also wenn sie in den Schmutz gefallen sind, dann laufen sie auch zur Mutter und zeigen ihr das: Mama, ich habe mich schmutzig gemacht, Mama, ich habe mir wehgetan, bitte hilf mir. Oder sie weinen dann und hoffen und sind sicher, dass die Mutter ihnen wieder hilft, dass die Mama sie sauber macht, dass die Mama sie verarztet und tröstet. Oder um in ihren Leiden und Kümmernissen ihre mütterliche Milde zu kosten, so schmiegen sie sich immer an die Mama, wenn etwas passiert, wenn ihnen etwas zustößt.
Ja, sie werfen sich in ihre Arme, verbergen und verlieren sich auf geheimnisvolle Weise in ihrem liebevollen, jungfräulichen Schoß. Um dort mit reiner Liebe entzündet, von den geringsten Flecken gereinigt zu werden. Also sie wissen, sie werden von Maria, Maria reinigt sie von allen Flecken, von den kleinsten, von den geringsten Makeln. Und um Jesus zu finden, sie schmiegen sich in den Schoß Mariens, verlieren sich in ihrem Schoß, um dort Jesus zu finden, der hier auf seinem glorreichsten Throne ruht. O welch ein Glück! Glaube nicht, sagt der Abt Guericus, dass es ein größeres Glück sei, im Schoße Abrahams zu wohnen, als im Schoße Marie, da der Herr dort seinen Thron aufgeschlagen hat. Der Herr hat nicht im Schoß Abrahams den Thron aufgeschlagen, sondern er hat seinen Thron im Schoß Mariens aufgeschlagen. Deshalb ist es ein größeres Glück, in ihr sich zu verlieren. Die Verworfenen dagegen, die ihr ganzes Vertrauen auf sich selbst setzen, halten wie der verlorene Sohn ihre Mahlzeit bei den Schweinen. Also das ist das Linsengericht des Esau. Sie sitzen bei den Schweinen. Sie nähren sich wie die Kröten, nur mit der Erde. Sie lieben wie die Weltmenschen nur die sichtbaren und äußeren Dinge. Sie haben keinen Geschmack für die Wonne des Schoßes und der Brüste Marie und kennen nicht das Gefühl des sicheren und seligen Vertrauens, wie es die Auserwählten für Maria, ihre gute Mutter, empfinden. Die Auserwählten sind voll Vertrauen zu ihrer Mutter. Sie kommen und voll Zuversicht. Sie sind unbeirrbar und unerschütterlich in ihrer Zuversicht, in ihrem Vertrauen, wenn sie zur Mama gehen, zur Mutter und ihr alles sagen, ihr alles anvertrauen und in ihre Hände legen. Die Mutter, da wird alles gut, da geht alles gut. Sie hilft mir immer. Sie lässt mich nicht im Stich. Ich weiß, ich habe eine Mutter. Egal was passiert, sie ist immer da, um mir zu helfen. Sie lässt mich nicht allein und es kann nichts schief gehen. Das ist eine solche Zuversicht und eine Sicherheit und eine Ruhe. Das kennen nur die Auserwählten. Die anderen, die Unglücklichen, die Verworfenen, sie haben unglücklicherweise, wie der heilige Gregor sagt, größeren Hunger nach der Außenwelt, weil sie die Süßigkeit, die sie in ihrem eigenen Inneren und im Inneren Jesu und Maria finden sollten, nicht kosten wollen. Sie könnten diese Süßigkeit kosten, aber der einfache Grund ist der, sie wollen es nicht. Und der letzte und fünfte Punkt, die Auserwählten folgen den Wegen Mariens und so ahmen sie Jakob nach, der die Tugenden seiner Mutter bewunderte und auch nachahmte. Im Gegenteil, Esau, das fünfte Merkmal Esaus war es, die Auserwählten. Er hat seinen Bruder Jakob, den Auserwählten, verfolgt und gehasst und verachtet und ihm Unrecht getan, wo er konnte. Ja, er trachtete ihm nach dem Leben. Nachdem Jakob den Segen des Vaters erlangt hatte, dann trachtete Esau Jakob nach dem Leben. Jakob aber war immer bestrebt, die Tugenden der Mutter nachzuahmen und so tut es auch der Auserwählte. Die Auserwählten folgen auch den Wegen der allerseligsten Jungfrau, ihrer guten Mutter. Sie ahmen sie nach und sind dadurch wahrhaft glücklich. Als wahre Verehrer Maria tragen sie das unfehlbare Kennzeichen ihrer Auserwählung an sich, wie ihnen diese gute Mutter versichert. Selig jene, die meine Tugenden üben und mit Hilfe der göttlichen Gnade in den Fußstapfen meines Lebens wandeln. Während ihres Lebens hier auf Erden sind sie glücklich wegen des Reichtums der Gnaden und Tröstungen, die ich ihnen von meiner Fülle und zwar in viel reichlicherem Maß mitteilte als den anderen, die sich bei mir nicht so eng anschließen. Also so spricht hier die Mutter Gottes eigentlich durch die Worte des heiligen Ludwig. Sie sind glücklich, weil sie mehr Gnaden und Tröstungen bekommen als die anderen. Sie sind glücklich, also im Leben, sie sind glücklich im Tode. Der ist sanft und ruhig, da ich ihnen in dieser wichtigen Stunde beizustehen pflege
um sie selbst in die Freuden der Ewigkeit einzuführen. Es wird ja von vielen Heiligen berichtet, wie die Mutter Gottes gerade in der Todesstunde erschienen ist und ihnen beigestanden ist, wie sie auch die bösen Geister verjagt hat oder einfach ferne gehalten hat. Das wird von etlichen Heiligen berichtet. Gerade vom heiligen Ludwig selber. Als er im Sterben lag, hat er gesagt, er sah den Teufel offenkundig in seiner Nähe und dann hat er aber gesagt, du hast keinen Anteil an mir, ich bin zwischen Jesus und Maria. So erfahren die Seelen, die sich Maria hingeben, den Schutz von der Mutter Gottes und in dem Fall vom heiligen Ludwig auch von Jesus. Da hat er offensichtlich beide gesehen, die ihn beschützt haben. Und glücklich werden die Auserwählten auch sein in der Ewigkeit, also im Leben, im Tode und in der Ewigkeit, weil keiner von meinen treuen Dienern, die meine Tugenden während ihres Lebens geübt haben, je verloren gegangen ist. Und dann im Gegensatz dazu erklärt der heilige Ludwig, die Verworfenen hingegen sind unglücklich während ihres Lebens, bei ihrem Tode und in der Ewigkeit, weil sie der allerseligsten Jungfrau in ihren Tugenden nicht nachahmen, nicht nachfolgen. Sie ahmen sie nicht nach, sondern sich damit zufrieden geben, mitunter in eine ihrer Bruderschaften einzutreten, einige Gebete zu ihrer Ehre herzusagen oder diese und jene äußere Andachtsübung zu verrichten. Also man täusche sich nicht, da man jetzt glaubt, vielleicht ich mache irgendwelche Gebete oder irgendwelche Übungen, ich trete irgendwo bei, und damit bin ich auf der sicheren Seite. Das heißt noch nicht, dass man die wahre Andacht übt. Also es gibt auch die Möglichkeit einer Täuschung, wenn man das nur bei äußerlichen, oberflächlichen Praktiken bewenden lässt. Und deshalb ist es auch unsinnig, wenn Leute meinen, sie würden einer Gruppe angehören, die sich betrachtet als eine Gruppe von Auserwählten, wie es heutzutage einige gibt, die sich zum Beispiel gegen den Papst stellen, gegen die Kirche stellen und behaupten, wir sind jetzt die Auserwählten, eine Art von schismatischer Gruppe, und das ist nicht nur eine, da gibt es mehrere solche. Und sie meinen dann, weil sie dazugehören, sind sie jetzt bei der Elite, beim kleinen Rest, und sie werden übrig bleiben und alles überstehen und alle anderen werden zugrunde gehen. Sie werden die Drangsal nicht überstehen und sie werden dann vielleicht auch in der Ewigkeit unglücklich sein. Das ist sehr oberflächlich gedacht und diese Seelen täuschen sich, wenn man meint, bloß deshalb, weil man irgendwo dazugehört und dann obendrein noch einer Gruppe, die sich von Jesus und von der Kirche getrennt hat, das ist ja unmöglich, dass gerade diese Seelen zu den Auserwählten gehören sollten. Da möchte ich Sie wirklich bitten, in Bezug auf die Mutter Gottes ehrlich und aufrichtig sich selbst zu prüfen und zu lesen und zu betrachten, sich nicht zu täuschen. Wenn wir glauben, dass wir es besser verstehen oder dass wir, wenn wir uns durch unseren Stolz täuschen lassen, dann sind wir die Betrogenen. Dann werden wir Augen machen, wenn es vielleicht zu spät ist. Es ist besser, sich nicht selber zu täuschen, sich nicht durch den eigenen Stolz, das ist ja letztlich immer der Grund, die eigene Selbstliebe, die falsche, die verdorbene Selbstliebe, sich nicht verführen zu lassen und einwickeln zu lassen, einseifen und hereinlegen zu lassen, letztlich vom bösen Feind, sondern wirklich ehrlich und demütig und aufrichtig, ganz kindlich, reinen Herzens, die Hand der Mutter Gottes zu suchen. Dann kann nichts schiefgehen. Dann werden wir uns auch nicht verführen und verlocken lassen, uns so schismatischen Gruppen anzuschließen oder Gemeinschaften. Es gibt ja deren mehrere. Bitte passen Sie da auf. Lassen Sie sich nicht von der Mutter Gottes trennen und nicht von Jesus und nicht von der Kirche. Das gehört immer zusammen. Kinder Mariens sind Kinder Jesu und Kinder Jesu sind Kinder der heiligen katholischen Kirche. Und noch jetzt weiter, der letzte Absatz aus dem Goldenen Buch. O allerseligste Jungfrau, meine gute Mutter, wie glücklich sind diejenigen, ich wiederhole es mit der Glut meines Herzens, wie glücklich sind diejenigen, die nicht getäuscht durch eine falsche Andacht zu dir,
treu deinen Fußstapfen, deinem Rat und deinen Weisungen folgen. Das sind eben solche, die wirklich ehrlich die Hand Mariens suchen und ergreifen und sich von ihr führen lassen. Diese täuschen sich nicht durch eine falsche Andacht, die machen sich nicht selber vor, sondern sie setzen in die Tat um die Tugenden Mariens. Sie befolgen ihre Ratschläge und ihre Weisungen. Wie unglücklich und verblendet sind aber die, welche mit der Andacht zu dir Missbrauch treiben und dabei die Gebote deines Sohnes unbeachtet lassen. Also Missbrauch treiben, das ist eben da der Fall, wo man die Gebote, die Worte, die Weisungen Jesu Christi nicht beachtet. Das heißt, seine Lehre nicht beachtet, seine Gebote nicht beachtet, die Kirche nicht beachtet, die Sakramente, die Ämter der Kirche, das Priesteramt, das Lehramt, das Hirtenamt. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen in den Videos zum Credo. Also da bitte ich Sie wirklich ehrlich und sorgsam zu sein, dass Sie sich nicht täuschen und nicht verführen lassen. Im Psalm 118 heißt es, verflucht seien alle, die abweichen von deinen Geboten. Also es geht wirklich darum, die Gebote Gottes zu halten, das heißt die überlieferte Lehre, die Worte Christi, das Evangelium, die Überlieferung, die Kirche. Daran ist einfach festzuhalten. Ein Kind Mariens kann nur ein solches sein, das sich auch wirklich an die Lehre Christi hält. Gelobt sei Jesus Christus.